Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2, dem Remake hier auf der PS4. Ja, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt. Ich bin also immer noch im Labor, klar. Soll jetzt auch hier diese Verteiler, wie heißt sie, Verteilerkartusche, die leer ist, füllen. Hab hierzu im Untergrund diese Trophäe gefunden. Auf der steht auf dem Boden der Code drauf, den wir jetzt an diesem einen Computer oder Terminal eingeben müssen, dass sie in einem anderen Raum hoffentlich dann das Tor öffnet. Und ja, das versuche ich jetzt an der Stelle mal. Und ja, wie immer, Leute, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, auf geht's. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr ganz, wo aber dieser blöde Computer steht. Ich dachte eigentlich hier, aber hier ist es nicht. Kommt man da jetzt nochmal in den Jurassic Park? Das war hier. Und ich meine, ich muss hier rein. Steuerungsterminal, genau. Da muss ich hin. Na los. Oh nee. Weiter. Aber nicht lang aufhalten hier. Ja, genau. Hier müssen wir das eingeben. Ja. Erst noch mal kurz drauf schauen. Inventar. Also die ersten zwei, die hat man ja auch an dem Schrank oben auf dem Etikett noch gesehen. Okay. Ah Mist, was war denn jetzt das dritte? Ich glaube das hier. Ja. Drug Testing Lab. Das Display ist ja auch cool. Genau. Ich probiere das jetzt aber mal eben. Aber ich glaube nicht, dass man da schon was machen kann. Fehler, Kartusche leer. Ja. Bitte mit Lösung Also ich muss die nachfüllen. Kartusche auffüllen. In diesem Labor hier. Jetzt hoffe ich da, dass da nicht mehr so viel wandelnde Bäume kommen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Benzin in meinem Flammenwerfer. Genau, jetzt ist das nämlich offen. Jetzt müsste ich doch hier die Kartusche füllen können. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen.
So, Leute. Ich fasse es ja gar nicht, dass ich es geschafft habe. Ich habe es hier im Video natürlich ein bisschen zusammengeschnitten, aber ich habe jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht für dieses komische Rätsel. Also um es vielleicht nochmal kurz versuchen zu erklären. Ihr müsst auf jeden Fall das größte leere Reagenzglas befüllen. Sagen wir Behälter, ist einfacher. Ihr müsst in das große leere Behältnis erstmal die Kleinstmenge reinbekommen. Die Kleinstmenge bekommt ihr so hin, indem ihr, jetzt muss ich es einfach noch überlegen, ja, ich bekomme es jetzt nicht mehr zusammen, Leute. Man muss auf jeden Fall einmal die Füllung aus dem Kleinsten ins Große füllen und dann aber noch die Menge, die vom mittleren Behälter nicht in den Kleinen passt. Die müsst ihr dann auch noch in den Großen füllen. Also schaut es euch im Video nochmal an und dann funktioniert es. Gut, so, jetzt haben wir die Kartusche voll. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Gewächshaussteuerung am besten. Wahnsinn, das war jetzt also nochmal ein Rätsel. Also für mich war es bis jetzt das Schwierigste überhaupt. So, jetzt müsste das eigentlich hier gehen. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Temperatur? Muss ich die dann noch irgendwie in die Mikrowelle werfen oder was? Das wollte sie aber wissen. Also das kann ja eigentlich nur hier drin sein. Außerhalb der Temperatur. Ist dann irgendwie direkt, wo man das warm machen muss, oder? Wie ist das zu verstehen? Kann ich da selber noch was machen? Kombinieren, wieso immer kombinieren? Also ich kann hier nichts machen. Könnte ich schon mal überlegen, ob wir das. Aber ich kann das mit nichts kombinieren. Absolut mit nichts. Müssen wir doch mal anhören, was die gesagt hat. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Temperatur der Lösung. Untersuchen. Kann man da noch irgendwas drücken, irgendwas machen? Nee. Das gibt's doch nicht. Konferenzraum. Das ist ja keine andere Karte wie die ich habe. Jetzt habe ich so lange gebraucht, um das Ding abzufüllen. Jetzt kommt ihr mir so.
Oh, verdammt! Hab ich gar nicht gesehen. Springt mich da an. Ohne Vorwarnung. Boah. Willkommen bei Resident Evil. Krass. Ja, jetzt gucke ich halt hier unten nochmal, ob es hier irgendeine Möglichkeit gibt, dieses Ding auf Temperatur zu bekommen. Das gibt's doch nicht. Da ist schon eine verschlossene Türe. Beziehungsweise Serverraum. Da bringt mir im Moment eh nichts. Wartet mal. Vielleicht muss ich erstmal mit diesem Gerät hier hantieren. Ja, jetzt habe ich's. Murph, da muss ich doch das Gerät bestimmt auch darauf einstellen. Also hier quasi. Jetzt habe ich's. Licht. Cool. Und so muss ich das oben wahrscheinlich auch noch machen. Mal spaßeshalber gucken, ob man es da reinkommen würde. Ah ja. Ja, genial. Das ist eigentlich mal ein Serverraum. Gigantisch. Oh, sehr gut. Und gleich mal nachladen. Ah, eine Box. Die können wir mal verstauen. Vielleicht passt. Und auch nochmal speichern. Das mache ich natürlich gleich mal an dieser Stelle. Mal ein Messer. Sehr schön. Serverraum. Ist das die Richtung? Ja, hier war ich ja eben. Schauen wir mal, waren hier noch irgendwelche Türen? Low Temp Testing Lab. Hier war ich noch nicht. Das ist noch neu. Vielleicht kann man hier das Ding irgendwo auf Temperatur bringen. Aber hier sieht es so dunkel aus und ohne Strom. Temperatur, was steht da? Temperatur Testlabor. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. 5? Boah, voll daneben geschossen. Mega peinlich. Oh. Jetzt. Reck doch mal endlich. Boah. Ohne Ende vergeudet hier. Oh, was geht hier? Wayne Lees Posteingang. Viel zu lesen.
Rick Mendoza, was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright, was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss vorerst. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Byron Cartwright, beschäftigter Typ, was? Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen, bis heute Abend. Rick Mendoza noch am Leben? Fragezeichen. Wir werden angegriffen, es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Wieder Mendoza, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch, im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen, bitte antworte. Nochmal Mendoza, erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste ja noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Okay. Oh oh. Von hinten? Ja. Muss ich mal mit dem Klappwerfer ran. Oh nein! Ach, schon gedacht. Ja, Flammenwerfer ist ziemlich cool. Ich hoffe, dass die jetzt auch da unten bleibt. Okay. Wer hat den gefriert? Schrank aufgelassen. Ach so, kann man das jetzt da reinpacken? Cool. Also, das Temperaturding muss man im Untergrund machen. Perfekt. So, gibt's hier noch irgendwas? Ansonsten schnell wieder raus aus dem Kühlschrank hier. Sieht arschkalt aus. Ja, bleibt tatsächlich liegen. Wahnsinn. Hier. Temperatur-Testlabor. Boah, habe ich da jetzt echt noch was vergessen? Gibt's ja nicht. War ich doch zu schnell. Ja, wo ist es da drin natürlich? Ja. Schießpulver. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Hier müsste es irgendwo sein. Okay, jetzt müsste es auch blau sein. Sehr gut. Möchte ich doch mal eben noch wissen, wo ich hier hinkomme. Ah, ins Treppenhaus. Uah. Das ist noch nicht gereicht. Aber jetzt. Na los, brenn!
Renn und stirb! Ich kriege die Lebenden da nicht so effektiv. Ah doch, irgendwann klappen sie zusammen. So, jetzt bin ich hoffentlich wieder auf der Ebene. Ja. Kurz nochmal überlegen. Da gab es nochmal so ein Terminal-Dings. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ja, bevor wir das Ding einsetzen, Leute, speichere ich nochmal. Ich hätte jetzt wirklich gerne diesen anderen Führungspersonal, Gewächshaus. Ja, werden wir schon noch finden. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal das Ding einsetzen. Oh. Alles. Ja, auf jeden Fall bin ich auf dem richtigen Weg. Die stehen aber auch ständig wieder auf. Das ist unglaublich. Aber wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Lösung wird zerstört. Perfekt. Und schon verrecken die Pflanzendinger hier. Autsch. Ja, genau die brauche ich. Das hat funktioniert. Hat es, ja. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Mhm. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr. Ja, hier war ich ja. Zur Lobby. Ja, das war doch in der Lobby, wo ich das gesehen habe, oder? Wo der Typ in der Scheibe hing. Vollspeed zurück hier. So. Ach shit, der ist jetzt im Gewächshaus runtergefallen. Das war mir irgendwie klar. Aufpassen, weil da hinten liegt er. Ah, das habe ich auch schon ein paar Mal getötet. Ja, los, brenne. Munitionsspeicher. Kann man da nehmen? Ein blutiges Messer. Von vorhin. So, jetzt aber. Jetzt habe ich dich. Oh oh. Uah. Was kommt da? Scheiße. Uah. Der schon wieder. Uah. Nein. Weg hier. Aber sofort. Jetzt kein Bock auf den Tyrant. Das gibt's ja wohl nicht.
Kommt der auch schon wieder? Kacke, Mann. Zurück in die Lobby, Mann. Ah, die stehen auch schon wieder auf. Sehr gut. Oh nein. Ah, hier geht's lang. Hier wird's eigentlich der Computer, zu dem ich muss. So, jetzt muss ich aber ganz schnell hier kombinieren. Okay. Posteingang, schon wieder. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Jetzt Monat 3, diesen Monat sogar 4 und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright, oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender. Unkrautvernichter durch unautorisierte Mitarbeiterauswahl freigesetzt. Das war jetzt gerade eben wahrscheinlich. So. Jetzt möchte ich an der Stelle aber nochmal speichern. Und mache dann eh einen Cut, Leute. Oh, dem Tyrant gerade nochmal entkommen. Das war knapp. Der taucht da überall auf. Ja, Leute. An dieser Stelle mache ich, wie gesagt, einen Cut. Ich hoffe, ja, das Zuschauen hat euch gefallen. Schaut in mein nächstes Video rein. Macht's gut.